Davis-Cup-Finale in Göteborg. Neuauflage des klassischen Kampfes David gegen Goliath. Nach zwei Sätzen liegt Karl-Uwe Steeb, Nummer 74 der Weltrangliste, klar zurück. Doch nach über 5 Stunden hat er die Nummer 1 im Tennis, Mats Wilander, niedergerungen. Einen Tag später holt das deutsche Team den Cup. Der Held von Göteborg und Tennisaufsteiger des Jahres, Karl-Uwe Steeb. Hallo. Also, man merkt doch an der Begeisterung des Publikums hier, das haben viele Leute gesehen. Viele haben das ganz toll gefunden. Damals haben Sie gesagt, es wird vermutlich noch Wochen dauern, bis ich überhaupt einschätzen kann, was dieser Sieg bedeutet. Ist mittlerweile genügend Zeit vergangen, dass Sie wieder Boden unter den Füßen haben? Ich glaube, es ist noch nicht genügend Zeit vergangen. In den letzten paar Tagen nach dem Sieg war relativ los. Ich habe eigentlich kaum Zeit für mich selber gehabt, um wirklich nachzudenken oder für mich selber klar zu werden, was das für mich bedeutet. Sind Sie eigentlich wirklich so stark, wie Sie in dem Spiel waren? Oder ist das auf einmal ein Moment, wo man Kräfte bekommt, die man normalerweise nicht hat? Es war sicherlich ein super Match von mir oder mit das beste Match in meinem Leben. Auf jeden Fall. Und man mobilisiert so ein Match natürlich Kräfte, die vielleicht in anderen Matchen kaum möglich sind. Aber ich werde versuchen, in Zukunft meine Leistung bei den anderen Turnieren zu stabilisieren, um ähnliche Erfolge auch bei Grand Prix-Turnieren zu haben. Sind Sie eigentlich eine Naturbegabung oder eher so der klassisch harte Arbeiter, dem es nicht in den Schoß fällt? Ich glaube, eine gewisse Begabung gehört dazu, aber ich glaube nicht, dass ich einer bin, dem alles in die Wiege gelegt wurde, sondern eher einer ist, der das meiste erarbeiten musste und weiterhin noch viel arbeiten muss. Sie haben angeblich mal gesagt, Sie könnten sich eine Freundin deswegen nicht leisten, weil Sie glauben, wenn Sie mal in einem wichtigen Turnier sind, sei die Sehnsucht zu der so groß, dass Sie womöglich dann sogar Wimbledon abbrechen würden. Ist das immer noch so? Das wäre sicher eine Möglichkeit, wie es sein könnte, aber ich glaube, dass eine Freundin oder eine gute Beziehung auch für gute Leistungen sein kann. Also es kann auch stimulieren für gute Leistungen. Und ich bin nicht derjenige, der sagt, eine Freundin, das kommt überhaupt nicht in Frage, sondern es ist sicherlich als Tennisprofi schwer, eine optimale Beziehung zu finden, die dann auch nicht dem Tennissport oder der Leistung hemmt. Da kann Boris Becker Ihnen wahrscheinlich eine ganze Menge dazu sagen. Sie sind genauso alt wie er. Haben Sie früher schon mal gegen ihn gespielt? Ja, in der Jugend. Wir spielen seit wir 10 sind eigentlich zusammen und haben in der Jugend sehr oft gegeneinander gespielt. Wie steht's denn da? Im Moment noch 7-3 für mich. Ehrlich? Ja, aber das ist schon eine Weile her und mir wäre es eigentlich lieber, wenn ich jetzt ihn schlagen würde. Der Boris Becker hat mir mal am Rande einer anderen Sendung erzählt, dass es für ihn doch problematisch ist, dass diese Art von Tennis, obwohl er ein starker, großer Mann ist, total auf die Knochen geht. Dass wenn man sich nicht schont, und momentan haben die Tennisprofis diese Pause noch nicht, dass man eigentlich damit rechnen muss, dass man irgendwann körperlich völlig kaputt ist. Sehen Sie das auch so und fürchten Sie das nicht? Sicherlich ein großes Problem im Tennissport, dass die Belastung über das ganze Jahr hinweg geht. Wir haben keine Pause. Jede Woche ist irgendwo auf dem Kontinent ein Grand Prix-Turnier. Man kann jede Woche spielen, man muss eine gewisse Anzahl von Turnieren spielen. Dann kommen die Mannschaftswettbewerbe dazu. Und sicher eine Sache, wo überdacht werden muss und wo sich Spieler Gedanken machen müssen, um nicht frühzeitig kaputt zu gehen oder häufig Verletzungen zu haben. Wie ist denn das eigentlich für einen in Ihrem Alter? Jetzt haben Sie mal so ein Riesenmatch hingelegt. Da könnte ich mir vorstellen, da sind doch Hunderte von Schulterklopfern sofort zur Stelle, die also dann sagen, Charlie, super, ich hab's schon immer gewusst, dass du das irgendwann mal boxst. Ja. Und in 3 Wochen, wenn dann irgendwann mal wieder man ein Spiel verloren hat, geht man allein vom Feld runter. Haben Sie da Angst davor? Ich habe schon Erfahrungen in der Hinsicht gemacht. Ich meine, jetzt sind es vielleicht die Schulterklopfer, sind jetzt ein paar mehr. Aber ich glaube, wenn man eine gewisse Zeit im Profisport tätig ist, kennt man seine Freunde und seine Nicht-Freunde. Und man weiß sehr wohl einzuschätzen, wer die wirklichen Freunde sind. Und man lernt die auch viel mehr zu schätzen. Michael Westphal ist das ja vor 3 Jahren im Davis Cup mal so gegangen, hat ein Riesenspiel gegen Thomas Mead gemacht. Da wurde auch gesagt, toll, der Mann.
Und dann hat es aber doch nicht so hingehauen. Der wird Ihnen wahrscheinlich da auch einiges erzählen können. Hat er vielleicht sogar schon? Sicher, der Micha hat einen super Erfolg gehabt gegen den Thomas Smith und hat danach ist er abgefallen. Ich meine, das kann passieren. Ich weiß, vielleicht weiß er jetzt, was für Fehler begangen hat. Er ist aber jetzt auf dem Weg zurück und ich wünsche ihm alles Gute, dass er es wieder schafft. Mhm. Wie ist das jetzt bei Ihnen? Man hat so den Eindruck, jetzt sind Sie eigentlich so der richtige Mann, dass Sie in die Fänge von Jon Tiriak geraten könnten. Sie sollen Ihrem alten Manager schon gekündigt haben. Gehören Sie bald zum Stall von Tiriak? Also ich bin im Moment, ich habe im Moment keinen Manager. Und es gab Gespräche mit Jon, es gab auch Gespräche mit anderen. Und es wird sich in Zukunft, ich habe mich noch nicht entschieden. Und ich lasse mir noch ein bisschen Zeit mit der Entscheidung. Und mal abwarten, was sich ergibt. Eine diplomatisch weise Antwort. Mögen Sie Musik? Ja, sehr gern. Welche? Ich höre gern alte Musik. Ich höre gern alles. Ich höre gern U2, Bruce Springsteen, Udo Lindenberg. Oh, das ist das Stichwort. Toll. Erstmal vielen Dank, Karl-Uwe Steeb, und alles Gute. Ja, danke.